Ist ein Riesending, mehr sag ich nicht. Aber er hat den 6,7 Liter V8, Mann. Der ist klar die bessere Wahl. Freddy, du bist auf einer Basis, nicht in der Ranch. Das sollte gehen. Hier brauchst du so ein Ding nicht. Ich sag ja nur, der wäre die bessere Wahl. Probier's mal. Wir müssen dringend aufbrechen. Wie lange braucht ihr, Team? Vorlauf? Circa 30 Sekunden. Wir haben grünes Licht, Leute. Kacken wir zusammen. Ferdy, weg damit. Pepper. Kozak. Das funktioniert also endlich? Nicht schlecht. Naja, das Gerät läuft, solange du nicht zu viel Tempo machst. Was steht an? Warlord steckt in einem Flüchtlingslager. Er hat den gleichen Lieferanten wie unsere Freunde in Südamerika. Infos auf dem MRT. Dieser Paez, den Sie geholt haben, hat etwa 100 Namen ausgespuckt. Die meisten sind kleinere bis mittlere Fische in Südamerika. Aber es gibt eine ungewöhnliche Verbindung. Gentlemen, es geht nach Afrika. Paez' Zeug war nur ein Teil einer großen Lieferung. Der Rest ging nach Sambia zu einem Mann namens Dede Makaba. Makaba ist ein angolanischer Warlord und Kriegsverbrecher. Er ist nach Sambia geflohen und treibt seine Geschäfte jetzt mitten im Flüchtlingslager. Er erwartete eine neue Lieferung. Makaba ist nur ein kleiner Fisch. Ihr Ziel ist es, den Ursprung der Ladung ausfindig zu machen. Unser Zeitfenster ist klein. Sie arbeiten also am Tag. Ein lokaler Kontakt bringt Sie ins Lager. Suchen Sie Makaba. Finden Sie die Lieferung und Ihren Ursprung. Alles klar, ab geht's nach Sambia. Für schnelle Bewegungen reicht die Prozessorleistung der adaptiven Tarnung noch nicht. Aber wenn Sie an einer Stelle bleiben oder langsam gehen, sind Sie so gut wie unsichtbar. Yeah, endlich unsere Tarnanzüge. Die Magnetsicht hebt alles Metallische in Ihrem Blickfeld hervor. Dazu gehören cool. Minen, Hinterhalte mit bewaffneten Feinden, Waffenlager, was Sie wollen. Nice. Sie gehen okay. In wüstenähnliches Gelände mit langen Sichtlinien und wenig Deckung. Krass. Nehmen Sie ein Sturmgewehr mit taktischem Zielfernrohr. Damit können Sie gut auf Entfernung arbeiten und haben Dauerfeuer, wenn's rund geht. Okay, ausrüsten, Jungs. Ihr habt gehört, ein Sturmgewehr wäre besser. Oh, was haben wir denn da? Mal gucken, was ich so alles einbauen kann. Mal schauen, wie viele Visiere ich habe. Alles noch geschlossen, war klar. Okay, mit dem Korn kann ich auch nehmen. Visiere? Reflexvisier. Ich glaube, ich nehme es Reflex. Oder? Taktisches Nein. Visier. Nee, ich... Nein, nimm das Taktische. Er hat gesagt, längere Distanz. Einen besseren Abzug. Drei Feuerstoß. Abzug. Farbe ändern. Wüstenfarbe. Jetzt sind wir ja ein bisschen unsichtbar. Jetzt, weiß nicht. Braucht man eigentlich nicht, aber... Freischuss. Du musst auch gucken, das macht einiges schlechter und besser und so. Ja, ja, schon. Magazin. Großes Magazin haben wir noch nicht. Junge, was man da alles verändern kann. Sehr heftig. Abnutzkraft. Aber dann ist die Reichweite besser, wenn man hier so einen Griff nimmt. Wow, du kannst unten eine Shotgun ranschrauben. Granatenwerfer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Unterlauf. Mit der Kontrolle dich den verminderten Rückstoß. Also ich glaube, ich nehme hier so ein Ding, so einen Griff. Mal schauen, was gibt's hier? Größeres Magazin oder was? Geht aber Abnutzkraft sehr schnell runter. Was bedeutet das dann? Geht die Waffe dann kaputt oder was? Das würde mich halt auch interessieren. Was ist das? Alter! Was für Abnutz! Abzugs! Ach, Abzugs! Ups, Entschuldigung. Das ist halt, wenn man nur so die Wörter überfliegt. Hm. Am Sturmgewehr kann ich echt ordentlich basteln. Kontrolle.
Ja, komm. Ich weiß es auch nicht. Also es ist viel zu viel ein bisschen, deswegen. Oha, ich bastel mir ein Laserziehvisier hin. Ja, das kannst du machen. Boah, wenn ich den Schaft wechseln würde, aber. Ja, den habe ich noch nicht freigeschaltet. Schade. Den Griff, mal gucken, wie sieht's aus. Den Griff kann man nicht ändern. Nee, den Griff kann man nicht ändern. Nee, wir haben noch keinen freigeschaltet. Eine Montageschiene. Magazin. Ah, da, macht der, da machst du das Laservisier drauf. Montageschiene, ja. Genau. Ich auch drauf, ja. Der Lauf. Alter, du kannst sogar den Lauf ändern. Verringert die Reichweite. Boah. Boah. Handbarkeit und Kontrolle. Sollen wir Schalldämpfer mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen erstmal leise reinmarschieren wahrscheinlich. Okay, alles klar. Okay, ich wäre auch soweit. Ich auch. Bin. Mein Sturmgewehr und Was nehmt ihr Dings mit als Sekundär? Das gucke ich gerade. Ja, ich auch. Ich nehm glaub die MP7 mit. Hast du die schon freigeschaltet? Ich hab eine MP drin. Ja, die MP7 kann man nur nehmen. Ach nee. Du kannst auch anderes, was anderes nehmen. Nee, ich hätte gern die ist P90. Alles bei mir geschlossen, außer die MP7. Ja. Nee, ich meine, du kannst auch eine Pumpe mitnehmen, glaube ich. Ah, nee, die P... Nee, ich kann... Nein, wie denn? Boah, Alter, doch, indem du... Du stellst auf Sekundär und dann hast du doch so... Ach so, links und rechts ja, Teile. Stimmt, man kann auch... Ah, ja, man kann auch eine Shotgun mitnehmen, ja. Oder die Goblin. Ich nehme die Goblin mit. Mal ausrüsten. Ich guck mal, ob ich noch was anderes mitnehmen kann. Naja, alles gesperrt. Schade. Für kurze Distanzen die Goblin. Ich nehme die MP7 mit. Ich schau mal, was es so bei Shotgun noch gibt. Oh, nein, ich nehme auch die Goblin. Die habe ich ja schon. Ich muss mal gucken, ob ich noch ein bisschen an der rumschrauben kann. Vielleicht ein anderes Visier, weil das Visier fand ich nicht so toll. Ja, ich kann das taktische Visier drauf klatschen. Oder durch Kimme und Korn. Boah, was ist das? Ah, ist gesperrt. Ah Mann, ey, echt. Sollte man gar nicht zeigen als erstes. Anderen Schaft geht auch nicht, oder? Oh, was ist das? Boah, warum nicht? Warum ich halt mal das drauf? Anderen Abzug. Da muss ich aber aufpassen, bei Abzug, gell? Ja, ich seh's grad. Nee, bei mir. Entweder 3 Feuerstoß oder Auto 720 SPM. Aber ich glaub, ja, ich Feuerstoß und 3 Schuss. Der normales ist ein Schuss. Ja. Und einmal vollautomatisch. Ja, vollautomatisch mache ich bei der MP, bei der Goblin. Ja. Okay. Nice. Gleich Sekunde. Das Tarnfeld, der Tarnanzug, müssen wir den auswählen oder haben wir den automatisch drin? Keine Ahnung. Den haben wir automatisch drin. Alles klar. Hoffe ich mal. Ja, wenn du jetzt bewegst. Oben gehst auf Ausrüstungswahl, gibt es noch ein kleines Pfeilchen, da gibt es Missionspaket. Und da siehst du, was du dabei hast. Ah, okay. Die Sicht, alles Mord klar. Und Tarnung. Alles klar. Los geht's. Ich bin bereit. Thank you.
Para de chorar. Não, não chores. Ei, ei, Shea, tenha calma. Tenha calma. Ah! Malandra! Sagen Sie was, Sir. Leise. So ein Halbstarker, den schnapp ich mir jetzt. Kill ihn, den Wichser. Komm her! Du Drecksack! Auge um Auge. Unschuldige und Frauentöten, nee, was ist denn bei dir los? Nur schlagen. Hunter, hier ist Overlord. Wie ist Ihr Status? Overlord, Hunter in Position. Wir warten auf Ihr Zeichen. Verstanden. Ihr Primärziel ist die Sicherung von Makabas letzter Waffenlieferung. Makaba? Sekundär. Seine Zulieferer sind von Interesse. Klar, Hunter out. Boah, das Dorf haben sie hier niedergebrannt, was geht? Also du hast den Tarnanzug nur, wenn du geduckt läufst. Ja. Kontakt! Schmeiß den Sensor! Kontakt? Einfacher Schütze. Bei dem Brunnen. Wie viele? Schmeißt jemand einen Sensor? Ich sehe gar keinen. Okay, warte, ich schmeiß. Ich sehe nicht mal einen. Da, ich sehe einen. Ah, jetzt da. Warte, okay. Ich leg mich hin. Das ist nur einer, oder? Nimm Position ein. Nein, zwei. Ich sehe zwei. Da hinten ist noch einer. Ja. Ist vom Sensor nicht markiert. Da sind noch zwei. Drei. Ich habe zwei Stück im Sicht, im Sichtfeld. Da sind drei andere. Warte, ich schmeiß den Sensor. Ja. Boah, das sind ganz schön viele. Scheiße, reicht nicht. Den einen kann ich mir leise krallen. Vorsicht, die sehen uns sonst. Tarnung ist aktiv. Ich glaube, den einen kann... Moment. Nein, kann ich mir doch nicht. Nein, der guckt den... Boah, Alter, das sind voll viele. Sensor abgesetzt. Vorsicht! Boah! Gib das Zeichen. Also, seht ihr sie? Ich könnte mir den hier schnappen, mir. Den, wo ich jetzt anleuchte. Ich hab sein Visier, Kopf im Visier. Ja, toll. Wie hast du den markiert? Den wollte ich jetzt. Wir haben doch Laservisier mitgenommen. Den wollte ich jetzt mitnehmen, ja egal. Wie hast du den markiert? Warum kann ich mich nicht bewegen? Nein, das ist der Ding. Das ist 30k, der den in Visier hat. Dann kann man die Gegner wie markieren. Ja, wie kann man den markieren? Ich habe gerade gesehen, dass du ihn markiert hast. Ich habe ihn nicht markiert. Das ist 30k. Da steht dran von Zockstation. Ach, jetzt steht 30k dran. Vorhin stand Zockstation dran. Ja, keine Egal. Ahnung. Also ich würde die drei hier hinten nehmen. Ja gut, ich habe den einen, der hier 280 Meter von mir entfernt ist. Mit Q kann man markieren. Markiere den. Jo, ich hab den markiert, alles klar. Also ich nehme die drei hier hinten, bei dem einen, wo ich markiert habe. Warte mal, ich habe eine schlechte Position. Ich nehme den, den ich jetzt markiert habe. Warte, welche Nummer nimmst du? Ich nehme drei. Ich kann eins nehmen, eins ist direkt vor mir. Die entdecken dich gleich. Ich bin bei drei. Gib das Zeichen. Okay, ich nehme zwei. Gib das Zeichen. Aber du hast drei Stück. Ich hab drei, wer nimmt eins? Dein Signal. Ich nehm doch eins. Nummer dann eins ziel mal drauf, bitte. Ja, ich ziel schon drauf. Okay. Drei? Was? Warte mal. Ah, der bewegt sich dauernd. Beweg dich doch nicht, Kumpel. Auf dein Zeichen. Okay, aufs Zeichen und los! Bereit. Er ist tot. Robson wurde entdeckt. Wir haben uns gehört. Lade nach. Wieso? Tarnung läuft. Sicher, passt. Alle down, alle down. Okay, okay. Zu mir. Tarnung aktiviert. Nicht hier rumrennen, Alter. Wenn hier noch irgendwo einer ist, der sieht dich sofort. Ja, ist ja gut. Ja, da vorne ist das nächste Camp. Wir haben das Camp gesäubert. Aber wenn man rennt, ist man nicht unsichtbar. Ja, darf sich nicht schnell bewegen. Ja, aber ich denke, ich sehe keinen. Doch, da rennt. Runter. Nicht angreifen. Die sind hier. Ganz auf dem Boden. Ganz auf dem Boden. Jungs, ich flankiere sie. Sie sehen mich nicht. Nein. Moment. Nicht möglich. Scheiße, der fährt direkt auf mich zu. Alter, ja, Mann. Roll. Okay. Doch rein. Okay, doch nicht. Nicht schießen. Nicht schießen. Gut, sind weg. Okay, langsam weiter. Jungs, seht ihr mich?
Ja, du spielst da drüben, oder? Ne, ist 30k. Ja, genau. Gute Idee, Sven. Wo bist du? 30 unterwegs. Wo denn? Mit Sturmgewehr. Hab einen. Rechts von uns. Hä? Neben diesem Auto. Was haben die vor? Hab noch einen. Stehen Schmiere. Gut. Wartet kurz auf mich. Ich geh auf den... Genau. Ja, ich brauche auch noch eine Position. Ich sehe sie halt mal. Ich würde zwei nehmen. Da ist noch einer. Rechts von uns. Warte. Lass noch ein bisschen Ding. Lass noch ein bisschen gucken, ob da noch mehr sind. Ja, schön ausspähen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ich geh mal hinten rum. Jawohl, okay. Ich bin in der Nähe von dem. Also ich würde zwei nehmen. Oder würde jemand drei nehmen? Ich bin bei drei schon fast. Drei sehe ich nicht. Gut, ich sehe zwei. Ich bin bei drei. Ich bin bei Nummer drei bin ich. Ja, also dann markier ihn mal, dass du ihn hast. Knipst du aus, ich sehe keinen. Bereit? Ziel 3. Auf dein Zeichen. Okay, 3, 2. 3 ist nicht schussbereit. Jetzt. Okay. 3, 2, 1, go! Sehr schön. Ich lade nach. Das war sogar eine Zeitlupe gerade. Ja, ja, schon. Weil ich eh gedrückt habe. Wenn bereit dran steht, dann muss ich eh drücken. Da kommt Zeitlupe und dann müssen wir schießen. Wow! Plus 3 Gegner. Was? Schmeiße Sensor. Okay, Jungs, ich hab's im Blickfeld. Noch ein ich bin noch nicht da. Achtung! Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Halt! Ich hab noch einen. Der wandert hier rum. Ein Gebäude und zwei Stück haben Geiseln. Die haben Geiseln. Okay. Wie viel sind's denn? 4 oder was? 3 insgesamt. Moment, ich muss in Position. Es sind 4, keine 3. Ja, okay, wer nimmt 4. Wen? Alle tatsächlich. Den 30k hat 1. 30k hat 1. Wer hat wen? Wer kriegt wen rein? Also ich kann alle reinnehmen. Sagt mir nur wen. Ich nehme, markiert einfach, ich nehme den. Okay, du nimmst 2. Dann nehme ich 4. Dann nehme ich 3, okay. Moment. Der bewegt sich die ganze Zeit, warte. Komm. Jetzt. Ah, man bleibt doch stehen, du Mongo. Du musst ihn markieren, komm schon. Ich hab ihn doch mal. Einfach zielen. Der bewegt sich. Wenn er sich bewegt, jetzt, geht jetzt, es weg. Jetzt! Go! Nein! Was nein? Aber egal, ich hab so gefeuert. Down. Alle down. Ja. Passt doch. Das funktioniert nur bei Gegnern, die sich nicht bewegen. Okay, wir können. Okay. Super, Jungs. Weiter. Geiseln befreit. Jetzt Moon. Okay, wow. Munitioniert euch auf. Wo hat's Moon? Hier an der Kiste. Sehr schön. Da oben. Da oben ist Treffpunkt. Vorwärts. Aber ich hab genug Moon dabei. Vertarnung aktiv. Oh yeah. Verdammt groß das Camp. Keine Chance, Makaber da ohne Hilfe zu finden. Warten wir auf Bilder von oben, verlieren wir ihn. Wenn wir da blind reinrennen, dann erst recht. Overlord, wir brauchen einen Satellitenscan des Camps. Verstanden. Einen Moment, wir schicken es durch. Das ist ein Pulverfass da unten, Männer. Humanitäre Krise trifft es nicht im Ansatz. Makabas Leute kontrollieren alles. Essen, Wasser, Medikamente. Und wen sie damit nicht in der Hand haben, schüchtern sie massiv ein. Na bitte, das ist unser Mann. Sobald sie drinnen sind, bleiben sie dran. Er führt sie zur Lieferung. Makaba kontrolliert einfach alles, so oder so. Alles beginnt und endet mit Makaba. Er ist ihr Hauptziel da unten. Roger, Overlord. Wann kommen wir voraussichtlich an? Ihr Kontakt ist bereits da. Versucht keine Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken. Er riskiert viel, um uns da reinzubringen. Verstanden. Wir geben uns zum Treffpunkt. 30, geh in Position. Sir? Oh Gott. Ja, ich sehe sie. Alter, den müssen wir wohl ausschalten. Tarnung aktiviert. Ja. Vorwärts in Tarnmodus. Nehmt den langsam Visier, vorrücken. Wartet, bis alle ihr Ziel haben. Ja. Werfe Sensor. Setze Sensor ein. Halt, du verlässt den Kampfbereich. Was denn? Wer verlässt den Kampfbereich? Ich. Okay, wie viele sind das? Sind 4 Ziele. Ich nehme den ganz rechts. Ich nehme den. Okay, dann nimmst du den, Robson. Das sind 2 Ziele. Gut. Bin bereit. Ziel 4. Ich mach Nummer 4 dann. Gut. Du musst Q drücken, ich mach 3. Ja, ja. Ich mach 3. Seid ihr soweit? Signal. Ja. Ziel verdeckt. 3, 2, 1,
Go. Ziel verloren. Er ist tot. Oh, Junge. Perfekt. Das war ganz schön knapp. Yep. Ich lade nach. Einsteigen. Los geht's. Los. Einsteigen. Bleibt in Tarnmodus. Vorwärts. Wir müssen los. Schneller. Dass wir uns über die Einsatzregeln klar sind. Sobald wir im Camp sind, können wir Gegner ausschalten, solange es unbemerkt bleibt. Geht nah ran und trefft mit dem ersten Schuss. Wenn ihr mehrere findet, markiert sie und eliminiert sie gleichzeitig. Die Tarnung sollte reichen, um unbemerkt reinzukommen. Anders geht's nicht. Wenn Makaba sich ins Hemd macht, war's das. Wir müssen uns konzentrieren. Verstanden? Verstanden. Keine Panik, Herr. In Ordnung. Hunter, zur Info. Sieht so aus, als wäre dein Sturm im Anmarsch. Trödeln Sie nicht. Verstanden. Tun wir nie. Junge, Junge, sind wir mitten im Dorf, Mann. Das wird heiß. Glaube ich auch. Ja.